Was sind auf dem Feld eure größten Herausforderungen? Es gibt ja auch bestimmt schwierige Punkte, wo ihr dran zu knappern habt. Also wir nennen das immer so das Thema des Umparken im Kopf. Natürlich muss der Kunde oder müssen die Unternehmen willens und bereit sein, etwas zu verändern. Und manchmal sind das halt genau die Herausforderungen, dass man sagt, ich habe das ja die letzten 20 Jahre so gemacht, warum sollte ich das jetzt noch verändern? Ich gehe vielleicht in 5 Jahren in Rente. Das sind sicherlich die größten Herausforderungen. Also genau das, dass der Kunde sagt an der Stelle, ja, ich habe auch ein bewusstes Ziel, auf das ich hinaus möchte, was ich erreichen will und dann einen vernünftigen Partner mit an Bord holt, wie zum Beispiel unser Unternehmen, um Effizienz im Engineering zu steigern.